Leute, here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich und heute habe ich was im Gepäck. Das glaubt ihr nicht. Das ist tatsächlich, glaube ich, die krasseste Folge im Trash-TV, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Wir haben heute alles dabei. Wir haben Streitigkeiten, Gewalt, Eskapaden. Nicht, dass das geil ist, aber es ist einfach nur krass. Möchte ich euch jetzt schon mal auf jeden Fall warnen. Wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, checkt den Link in der Videobeschreibung. Da kommt ihr direkt zu RTL Plus. Und ja, wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, macht das doch sehr, sehr gerne. Würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt steigen wir ein mit der Teasy-Problematik. Teasy hat drei Frauen an seiner Seite, die ihn doch irgendwie ganz gut finden. Nur das Problem ist, Teasy findet auch alle drei Frauen irgendwie ganz gut. Jetzt versucht er da so ein bisschen das Feld zu ordnen. Ich finde, du bist absolut mein Typ. Absolut. Unfassbar krasse Frau. Ich will, dass ich in Ruhe mit dir reden kann, dich anschauen kann, deine Hand halten kann, so in den Arm nehmen kann. Ich liege neben dir im Bett. Junge, das sind Statements. Dazu muss man sagen, die ganze Gruppe beobachtet die beiden. Layla redet die ganze Zeit und sagt so, hey, aber bla, und was soll das? Und schon sehr, sehr aufgeregt auf jeden Fall. Aber er sagt jetzt eigentlich klipp und klar, hey, Gina, you're my girl. Jetzt weißt du's, was damit machst, ist deine Soße. Aber du bist meine Frau. Ich will dich, mehr will ich nicht. Du bist meine Frau für den Moment, bis ich eine andere möchte. Aber nein, erstmal, das sind Statements, wie ich gesagt habe. Und wie reagiert Gina? Ich bin Wifey, ich weiß, was ich kann, ich bin gut im Bett. Ich bin eine Frau, mit der du alles erleben kannst. Sie sagt das, was ein Mann gerne hören will und reduziert sich also auf ein ich bin gut im Bett, boy, ich kann dir alles geben, was du willst. Ich singe auch Sarah Connor, let's get back to bad boy. Ja, okay, cool. Irgendwie ist es dann doch nicht so cool, weil sie wurden ja von Layla beobachtet. Und Layla schnappt sich nicht Martini, sondern geht erstmal zu Gina und sagt, hey, können wir reden? Was ist los, Girl? Was hat er dir erzählt? Dass er an mir Interesse hat, dass wir uns kennenlernen. Ja, weil genau dasselbe hat doch mir erzählt. Heute? Ja. Bada bang, bada boom, das Kartenhaus, was nur aus zwei Karten bestand, fällt anscheinend doch irgendwie zusammen. Das Ding ist, Gina ist hier, aber Layla bringt alles durcheinander. Ist einfach, du machst alles kaputt. Wenn du nicht gekommen wärst, dann werde ich mich voll um dich konzentrieren. Also ja, er hat dir natürlich auch Honig um den Mund geschmiert und hat gesagt, hey, ich weiß, du bist wegen mir da, du bist eine meiner Exes, die ich angegeben habe. Und ja, Gina ist zwar da, aber du machst es ja alles, du machst mich mit Schugge, ich will dich auch kennenlernen. Also er hält sich beide Optionen offen. Facts, nicht cool. Ja, eigentlich weil schon. Wenn das so ist, dann ciao, Kakao. Aber die Mädels machen jetzt etwas, was auch eine Premiere für uns ist. Normalerweise verhalten die sich so richtig blöd und reden dann untereinander, ohne jetzt mit dieser Person zu reden, um die es geht. Aber sie gehen tatsächlich auf Teasy zu und sagen, hey, Dudi, komm mal her, wir müssen das klären. Sie kam gerade zu mir nach unserem Gespräch. Ich war richtig überrascht, was sie mir erzählt hat, dass du zweigleisig wärst. Ja, also direkte Konfro mögen wir, lieben wir. Und was sagt Teasy? Schau mal, ich war die ganze Zeit mit Gina in Kontakt. Ja. Egal, wer kam, Layla kam, ich habe gesagt, hey, guck mal, ich habe Gina kennengelernt. Aber den Tag über, ich überlege, so, du musst nach vorne sehen. Deswegen habe ich Gina doch gesagt, was ich gesagt habe. Also im Endeffekt sagt er nur, ja, das stimmt, habe ich gesagt, aber ich habe jetzt den ganzen Tag Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Und irgendwie ist die Sache doch für mich klar, ich möchte Gina kennenlernen und deswegen, Layla, bist du raus. Also jetzt redet er Tacheles, trotzdem nicht cool, dass er vorher halt was anderes gesagt hat. Du bist da. Weil mir bringt es nichts, wenn du es ihr erzählst. Layla, du bist da. Nee, for real. Ja, red du erst. Nee, lass mich ausreden. Red du erst. Nein, lass mich ausreden. Red du erst. Lass mich ausreden. Ich liebe diese Dialoge. Für mich ist wichtig, dass du mit mir ehrlich bist. War ich unehrlich? Unehrlich? Ja, doch, weil er sie irgendwie als Option offen gelassen hat. Und deswegen brauchen wir jemanden wie Gigi, der das für uns einordnet, der auch mal sagt, was Frauen wirklich wollen. Der ist wie Mel Gibson in Was Frauen wollen. Frauen lieben die Männer, die wissen, was sie wollen. Punkt Nummer zwei. Ich würde sagen, wir geben ihm bis zur nächsten Folge. Vielleicht hat er einen zweiten Punkt. Vielleicht. Dann kehrt Ruhe ein, möchte man denken, aber Pustekuchen, was denn in der Nacht vorgefallen ist, das passt auf keine Kuhhaut. Ist wirklich sehr, sehr krass und die Konsequenzen folgen jetzt erstmal. Layla und Sascha. Gewalt und Drohungen werden nicht toleriert. Eure Zeit bei Ex on the Beach endet jetzt. Verlasst das Haus. Und ihr denkt, das wäre ein Prank? Nein, das ist kein Prank, denn wenn ihr seht, was da passiert ist, dann denkt ihr auch, Alter, das ist einfach krass.
fangen wir an mit Layla. Die Layla, die hat sich gestern Abend halt daneben benommen und das geht nicht. Das ist jetzt wie bei Dark, ich mache jetzt verschiedene Zeitsprünge. Wir befinden uns jetzt genau in der Situation, nachdem das Gespräch beendet wurde. Das Dreiergespräch. Schade, dass heute noch keine Entscheidung ist, mein Schatz, ne? Feuer, Alter, Feuer. Tizi, halt einfach deine Schnauze, bei Gott. Maul, du pinke Barbie, reich langsam. Also beide beleidigen sich hier mit einem Halsmaul und bla bla bla. Also, gleiches Level. Kannst du jetzt nicht sagen, der Mann ist voll assi, die Frau ist genauso assi. Was jetzt aber die Frau macht... Alter, ich schwör bei Gott, Habt ihr das schon mal gesehen? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Zwei Schläge ins Gesicht, zwei Tritte in die... OMG, was ist das für eine Scheiße? Das erwarte ich so, und das ist schon traurig, dass man das so sagt, an einem Hauptbahnhof um 3 Uhr morgens, von mir aus, 4 Uhr morgens. Sehr, sehr betrunkene Leute. Vom Niveau her, was ist da los? Ja, die sind rausgeflogen, weil die einfach gewalttätig wurden und der Sascha auch Drogen gemacht hat. Und das, was jetzt folgt mit Sascha, ist genauso krank. Also in der Situation geht es nochmal um Anna und Jill. Die streiten sich. Anna holt irgendwie Sascha in diesem Beef rein und sagt auch, ey, die ist schon irgendwie kacke, kannst du das hier bestätigen? Und dann rastet er aus. Nicht, weil Anna das gesagt hat, sondern weil er einbezogen wird. Ihr zwei habt Streit. Ich werde jetzt hier nicht in irgendwas reingezogen. Ja, ich sag mich beide nicht reingemischt. Das Ding ist nein, ich hab... Ey, wenn ihr beide mich jetzt abfacken wollt... Wenn ihr beide mich jetzt anfangen wollt, aber das ist es noch nicht. Das ist es noch nicht. Zieht mich nicht in irgendeinen Scheiß rein, sonst schmeiß euch beiden ein Kopf ein Glas. Mein Kopf ein Glas. Ich schwöre. Alter. Und habt ihr das gesehen? Selbst ich hab gezuckt. Ich hab gerade gezuckt, das vor einer Frau zu machen. Jetzt sagt ihr, Frau hat damit nichts zu tun. Das vor einem menschlichen Wesen zu machen, das ist unfassbar. Das gehört therapiert. Weil wenn du solche Probleme hast, solche Aggressionen, dann hast du tatsächlich nichts im Fernsehen verloren, aber dann hast du auch eigentlich nirgendwo irgendwas verloren. Krass. Sehr, sehr krass. Ich zertrümmer eure Köpfe, Alter. Und Leute, ich wiederhole nochmal, nur weil er irgendwo reingezogen wurde, er hätte doch einfach gehen müssen. Junge, geh doch dann einfach. Warum? So geil auf das Szenario, so geil dich so darzustellen. Denkst du, deine Eltern sind stolz, wenn sie den Sohnemann so sehen? Ich glaube nicht. So, ihr denkt jetzt, das Drama wäre beendet? Nein, jetzt geht's erstmal wieder um Gefühle, aber irgendwie um eine komische Situation, denn Romina schnappt sich unseren Allerweltsfreund Gigi und fragt mal nach, was sie da so gehört hat. Du hast was zu einer anderen Person gesagt. Nichts über Roma, okay. Aber dass du jemand anderes hier in der Villa auf Ernst kennenlernen willst. Ihr fragt euch gerade, um was geht es? Bring mal Licht ins Dunkeln. Ja, Gigi steht ja auf Roma. Zumindest seit ein, zwei Folgen versucht er sein Glück bei ihr, merkt, da kommt er nicht voran, das findet er irgendwie geil und sobald er sie machen würde, wäre er auch weg. Auf jeden Fall hat er jetzt gesagt, naja, Roma will ich gar nicht. Ich möchte jetzt Layla. Layla Nummer 1. Okay. Ich so, wenn ich wirklich jemanden kennenlernen will, ist es zum Beispiel Layla. Ich bin ehrlich, Roma ist für mich keine Frau, wo ich dann sage, ich will dann mit dir irgendwann mal zusammen sein. Nein, das ist eher eine Frau, da versucht er es halt nur so lange, bis sie schwach wird und er sie bangt. Und er kommuniziert es hier nicht. Ist ja nicht so, dass er sagt, ich will dich nur bangen. Weil er tut ja so, als ob er wirkliches Interesse hat. Und man muss jetzt auch hier sagen, Romina ist mit Roma befreundet, deswegen pisst sie das auch ein bisschen an. Ja, aber dann hör auf mit dieser Spielerei, weil für Roma bist du gefährlich. Was für die Spielerei? Nein, sie dieses Tatschi, Tatschi, Tatschi. Zwischen mir und Roma kann eine Freundschaft plus werden, mehr nicht. Ja, da wird sie auch sehr stolz sein. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, aber er kommuniziert das ja die ganze Zeit und so, dass er nur ein F-Boy ist und bla bla bla. Naja, bei Roma probiert das auf eine andere Art und Weise, weil sie halt untouchable für ihn ist. Und ja, er probiert es halt. Tut mir leid, ich will niemand verletzen. Ich sag's ja auch nachher. Dann macht ihr das aber so auch klar. Wirklich, ich hätte nur ein Date mit ihr Po. Roma, guck weg. Ich habe jetzt nur ein Date mit deinem Po. Und ich bin gespannt, wie die ganzen anderen Reactor, die jetzt Tizi fertig gemacht haben, weil der so ein bisschen ein Po-Fetisch hat, wie sie jetzt Gigi fertig machen, weil er diese Frau einfach nur auf ein Körperteil reduziert. Oder alle sagen, nee, Gigi ist lustig.
Das ist eher lustig. Ich rede mit deinem Po und dann, wenn sie redet, sag mal leise kurz. Ich rede gerade mit deinem Po, warum mischst du dich gerade ein, wenn ich mit deinem Po rede? Zurück zu der Problematik von Gina und Teezy. Ja, die sind jetzt alle so ein bisschen, ich glaube auch geschockt. Allein, dass das da mit Layla passiert ist, das ist irgendwie, mich würde das auch schocken. Ich hätte dann auch erstmal gar keinen Bock mehr. Auf jeden Fall, Gina sagt so, alles ein bisschen komisch gerade. Also ich habe das Ganze ja hautnah mitbekommen. Ich war richtig überrascht, dass du zweigleisig wärst. Und das ist für mich so, wow, Red Flag. Ich muss aufpassen, wie ich damit umgehe, weil ich solche Anzeichen in meiner Vergangenheit ignoriert habe. Chapeau, ja, natürlich ist das ein Anzeichen. Ja, er hat sie sich ja so ein bisschen warm gehalten. Natürlich ist das nicht geil. Natürlich ist es auch in einer Kennenlernphase nicht geil. Wenn du jemanden gut findest, dann machst du nicht solche Spielchen mit mehreren Frauen, sondern sagst du einfach, hey, die gefällt mir richtig gut, die will ich kennenlernen, da passt jetzt erstmal kein Blatt dazwischen. Aber wir sind hier auch im Trash-TV. Das ist nicht real life. Oh mein Gott, Jill, Anna und Roma, macht euch bereit für den Beach. Ich krieg gleich einen Herzinfarkt, ich sag's euch. Mir wird schlecht. Ach ja. Und ja, dann ist die Aufregung vorbei, denn Marc kommt. Und ich kenne Marc nicht, viele von euch kennen ihn von Anna bzw. von Love Island. Ich habe diese Staffel nicht gesehen. Auf jeden Fall, Marc ist jetzt am Start. Mein Name ist Marc, ich bin 27 Jahre alt. Anna und ich, wir haben uns letztes Jahr bei Love Island kennengelernt. Und an sich war auch alles rosig. Er sagt hier noch im Interview, ich glaube, sie hat mich nicht hintergangen, aber sie hat mich emotional betrogen. So sagt er's. Ich habe sie definitiv geliebt. Aber sie war nicht immer ehrlich zu mir und hat mich schon echt angelogen. Und die Freude bei Anna wird ja jetzt riesig sein, oder nicht? Hallöchen. Hallo zusammen. Hi. Hi. Marc, hi. Ich bin Jill. Wir kennen uns. Hi. Wir kennen uns. Oho, hier wird die Hand gegeben. Kein Tritt. Nicht von Jill gelernt, okay? Finde ich das ganz gut, dass ihr jetzt damit einen reingedrückt wurde. Und Jill, Girls support Girls. Ja, sie freut sich natürlich, weil Anna ja irgendwie sie nicht sympathisch gefunden hat. Ich habe halt alles auf meinem Handy, wo ich halt so sage, es sind Lügen, es ist emotionales Hintergehen und absolut das und das, was passiert ist. Nicht. Und Leute, dann wird's unangenehm. Ein Gespräch, was vielleicht die ein oder andere, der ein oder andere kennt. Einfach nur diskutieren, Bullshit-Talking und Vorwürfe machen, die irgendwie im Raum stehen. Ich verlasse die Tür und du schreibst Nein. Zwei, dreimal. Ich habe gefragt, sollen wir zusammen am See spazieren gehen? Das war kein Date, das war nicht, sollen wir essen gehen oder sonst irgendwas. Ja, natürlich nicht. Wait a minute. Also ich gehe aus der Tür und meine Freundin schreibt dann irgendeinen Kerl, den ich nicht kenne, ob sie am See zusammen spazieren gehen wollen. Okay, also für mich ist da auch, besteht da auch ein gewisser Verdacht auf komisches Verhalten, um es jetzt mal schön zu sagen. Irgendwann hat Marc angefangen, mein Handy mehrfach zu durchsuchen. Finde ich natürlich nicht cool, aber wenn er sowas mitbekommt, okay, verstehe ich, dass die Eifersucht da auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei ist. Alle Bilder durchgeguckt, alles nach. Ja, okay, aber der hat das ja bestimmt nicht ohne Grund gemacht, oder? Klar. Vielen Dank. Vielen Dank, Jill. Ich weiß, du hast sie und du machst das jetzt absichtlich, damit die Sache noch eskaliert, aber vielen Dank, Jill. Er ist gegangen und es hatte keinen Grund. Ich bin ihm nicht fremdgegangen. Das war nie meine Absicht. Also man merkt hier auch wirklich eine sehr, sehr unangenehme Situation. Naja, bevor die Sache dann komplett eskaliert, wird der Marc erstmal rausgenommen. Er darf auf ein Date mit Roma. Und es wird getanzt. Das Tanzbein geschwungen. Aber kannst du ein bisschen tanzen? Nein. Schau mal, ihr so einen Tanzkurs gemacht oder sowas? One, two. Also die lachen, die freuen sich, die können abschalten. Und ja, sieht auf jeden Fall gelungen aus. Ich würde definitiv sagen, dass die Vibes zwischen Roma und mir da sind. Würdest du zu ihr zurück oder ist das Thema komplett für dich durch? Das Thema ist durch für mich. Das Thema ist durch für ihn. Werden wir sehen, ob das wirklich so ist. Und jetzt klagt Roma so ein bisschen ihr Leid. Ja. Guck mal bei Instagram und so, guck mal, was für eine Granate die mäßig ist. Aber ey, was reduzierst du mich immer auf mein Äußeres? Klar, ich sehe nicht scheiße aus, weiß ich selber so. Und wie gesagt, Gigi ist hier das perfekte Beispiel. Er sagt, die finde ich gut, ihren Po finde ich gut, will ich ein Date haben, aber mehr auch nicht. Langweilig, die Gute. Schon hart. Ich will einen, der mich nicht verarscht, aber stehe trotzdem auf Machos und Fuckboys. Ja. Ja, und vielleicht ist das so ein bisschen das Problem. So, dann sind die beiden fertig mit ihrem Date und kommen zurück in die Villa. Und was jetzt so passiert, finde ich auch so, das ist so witzig. Hallo. Hi. Marc, hi. Du aussiehst wie so ein Pfadfinder. Alle Jungs mit dem Hauptbahnhof Flow denken so, hä, was ist das? Was ist das für ein normaler Typ? So, es gibt Menschen, die hauen auf den Tisch. Und der würde eher
Tisch sauber machen. So, hey, was geht? Hi, Marc. Ich würde jetzt nicht so unbedingt mit denen, ne, zu Hause abhängen, so. Er sagt so, hallo, ich bin Marc. Mit solchen Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Wie findest du? Tolle Frau, definitiv. Weiß. Sexy, gell? Danke. Ja. Und er kann sich sogar normal artikulieren. Wie findest du? Wie findest du? Das Lustige ist, der passt halt tatsächlich nicht zu diesen anderen Jungs. Und so wie der spricht, erinnert der mich so hart an Paul Janke. Ich sag's euch, wie es ist. Hi, ich mag, hallo, ich will dir nichts anstellen. Bitte tut mir nichts. Ja. Also wäre ich eine Frau, wäre ich echt enttäuscht. Ja. Also als Frau wäre ich echt hart enttäuscht, weil der hat einen Job, der ist gebildet, der kommt aus einem guten Elternhaus. Der kann sich artikulieren. Ich finde es so witzig, wie diese Leute das jetzt so bewerten. Das ist hilarious. Das ist wirklich hilarious. Und jetzt kommen wir zu Gigi, der sich eben nicht so gut artikulieren kann. Der hat ja noch eine Sache offen, und zwar mit Roma. Ich sag dir jetzt genau, was du für mich bist. Ich finde dich sexy, körperlich, aussehen, krass. Und wie lustig, dass Roma kurz vorher gesagt hat, wie asozial das ist, dass Typen sie nur auf ihr Aussehen reduzieren. Sie muss sich jetzt auch denken bei Gigi, ja okay, Dicker. Und? Ich sehe dich nur als Freundschaft plus. Und jetzt? Ich habe dir gesagt, wenn ich jemanden kennenlernen jetzt würde, dann wüsste ich ganz genau für die Zukunft, dass ich trotzdem mit dir eine Freundschaft plus haben will. Oh mein Gott, und wäre Gigi nicht Gigi, sondern irgendein anderer Typ, das Internet würde den komplett zerstören. Ich kann auch nicht mehr. Ich bin sprachlos. Ernsthaft? Ja, ich glaube, Gigi meint das ernst. Genau dieselbe Scheiße wie immer. Du weißt, ich finde dich sexy und geil und alles. Und Gigi, ein motherfucking Gigi nimmt sich das Recht, einer Frau zu sagen, du bist zum F***en gut, aber wenn ich was Ernstes will, gehe ich zu Layla. Don't touch it, sonst klatscht es, ey, ehrlich. Don't touch it, sonst klatscht es. Auch interessant für eine Insta-Bio. Ja, aber sie hat irgendwie vollkommen recht und natürlich ist sie so ein bisschen angepisst. Aber ich meine, was hat sie auch bei Gigi erwartet? Natürlich sagt er immer wieder, ja, nichts Interessantes, nichts Festes. Ja, das will ich auch gar nicht leugnen. Sehr weird, Leute. Sehr, sehr weird. Schreibt mir eure Meinung mal gerne unten in die Kommentare. Und als wäre das nicht schon genug, kommt nochmal das Terror-Tablet zum Einsatz. Denn ja, Decision-Time, Leute. Heute muss einer entscheiden. Ex or next. Heute Abend trifft nur einer von euch diese Entscheidung. Und wer muss entscheiden? Unser Teasy Boy. Aber eigentlich, so was wir jetzt wahrgenommen haben, ist es ja relativ simpel. Also, er muss sich entscheiden zwischen Layla 1 und Gina. Ich muss das jetzt sofort entscheiden. Deswegen muss ich sagen... Das war's. Wir sehen das nächste Woche. Ciao.